Moin Freunde, willkommen zurück an der Küste. Ich habe mich heute mal mit dem Pascal von Hakida Fishing verabredet. Oder Pascal Hakida Fishing heißt der YouTube-Kanal. Mit dem habe ich mich verabredet. Der kam aus Hagenow hier hoch. Wir wollen mal versuchen, noch ein, zwei mehr Forellen zu fangen. Wenn das nicht gelingt, dann nehmen wir auch ganz gern mal einen Hornfisch, einen großen. Können wir auch mitleben. Natürlich nur große. Kleine wollen wir nicht. Ja, also ich werde es heute auch wieder mal probieren mit der Sandalfliege von Doc, vom Doc Peace Küstenkanal. Ich werde sie diesmal allerdings an einer Schwimmschnur, an einem schwimmenden Schusskopf fischen. Letztes Mal lief sie doch ziemlich tief und die letzten Tage kam noch mal wieder ein Film von Doc raus und in dem gibt er den Tipp oder den Hinweis, dass man die Fliege an einer Schwimmschnur fischen sollte, weil sie sonst deutlich zu tief läuft. Ja, habe ich gemerkt, den Tipp hätte ich ein bisschen früher gebrauchen können, aber wir lernen ja nicht aus und probieren es heute mal mit einer Schwimmschnur. Wie gesagt, Schusskopf. Wir haben auflandige Windverhältnisse. Der Wind kommt aktuell aus Nord. In der 3. Ist nicht gerade wenig. Darum habe ich mich entschlossen, die ganze Sache heute mit einem Schusskopf, mit meiner 8er Schnur und Schusskopf anzugehen. Er soll im Tagesverlauf auch noch ein bisschen auffrischen, der Wind. Naja, das mögen wir vielleicht jetzt in 3 haben. Ne? Bis auf 4 soll er wohl noch hochgehen. Und dass wir da ein bisschen was entgegensetzen können, da habe ich mich für die 8er Route entschieden. Ich werde gleich von Anfang an eine Springerfliege mitfischen. Ein Kopperbassen. Pascal macht schon einige Würfe. Hatte sich schon zu Hause sein Geschirr zusammengebastelt. Das sind natürlich wertvolle Minuten, die er mir gegenüber voraus ist. Das ist natürlich ein Spaß, ne? Ja. So Freunde, wir haben dann noch mal einmal umgesetzt. Das war dann doch zu doll an Steinbeck. Bin von vorne. Er kam ja aus nördlichen Richtungen, sollte auf Nordwest weiter herumdrehen und er wäre direkt von vorne gekommen. So, dann haben wir uns hier für Boltenhagen-Redewisch entschieden. Oh, hier ist das ideal. Hier weht er schön von der Wurfhand weg. Fischen tue ich trotzdem noch mit der 8er. Ganz andere Bedingungen. Die Wellen, die da aufgeschlagen sind in Steinbeck, die ging einen ja so halb in die Warthose schon rein. Und das war ein bisschen doll. Naja, wir werden mal sehen. Und mal hoffen, dass wir hier Erfolg haben. Pascal hat gerade, so wie es aussieht, einen Krautbatzen gedrillt. Trübung ist ganz gut. Also kein glasklares Wasser. Das passt perfekt. Wir werden sehen, was der Tag bringt. Ob schon Hornfische da sind, wird sich alles im Tagesverlauf ergeben.
Pascal, Fisch. So, mal sehen, was das ist. Hoffen wir mal auf eine Meerforelle. Ist noch nicht hochgekommen. Scheint eine gute Meerforelle zu sein. Ja, ist eine Meerfuhr. Mein Kescher, ruf mein Kescher. Ich werde wahnsinnig. Sich der Kescher verfangen. Ja, gut. Mal schauen, ob sie Maß hat. Wenn, dann belohne ich mich mal. Petri heil und strammes Seil. Petri, Dank. Ist aber auch zu klein. Auch zu klein. Ja. Ja. Wie bitte? Ja, ja. Auf den Kopf erbassen. Springerfliege, ja. Ja, ist auf jeden Fall zu klein. Die geht auch wieder rein. Aber schön rund. Guck. Ja. Oh, hängt aber gut. Oh, ja, du gehst doch wieder rein. Guck mal, ist die kaputt da. Ja. Na egal, scheint ja trotzdem zu funktionieren. Ja, da geht's auch ganz gut. Ja, so, und Abmarsch. Petri, Dank. Tja, guten Appetit. Mmh. Ja, Leute, wir haben eine kleine Pause gemacht und die Bratpfanne mal angeschmissen. Inzwischen haben sich die Bedingungen total verändert hier. Wir haben so gut wie keinen Wind mehr. Oder er kommt mehr ablandig. Wellen sind auch mächtig zurückgegangen. Pascal hat die Pause genutzt, um sich mal die Spinnrute zu holen. Machen wir jetzt ein kleines Vergleichsfischen. Einfach mal zu sehen, ob Hornfisch da ist oder ob die Forellen weiter draußen stehen.
Ja, oder er lockt mir halt die Fische an, ne? Das kann man auch machen. Ja, ich wollte nicht mehr auf die 7er umsteigen, obwohl sie jetzt völlig ausreichend wäre. Wahrscheinlich eine 6er auch ausreichend. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Bei der 8er Route. Vielleicht geht ja noch mal ein Fisch drauf. Hoffentlich. Ein bisschen Zeit ist noch. Es ist bummelig 12 Uhr durch. Ich wollte so gegen 16:30 Uhr, ja, ich sag mal 16:30 Uhr wollte ich zu Hause sein. Wir haben heute Abend noch Grillbesuch. Da müssen wir das ja nicht übertreiben, ne? Pascal! Oh, siehst du, da haben wir doch noch mal Fischkontakt gehabt, weit rausgeworfen. Ach, könnte was Vernünftiges sein. Bin gespannt, hochgekommen ist es noch nicht. Scheint eine schöne Forelle zu sein. Kriege ich sie doch noch meine maßige dieses Jahr? Zwei Stück! Doppel! Zwei sind das! Echt? Ja! Ja, cool! Soll ich irgendwas helfen? Keschern oder so? Ja, weiß ich noch nicht. Die zweite ist größer. Zwei Stück! Alter! Pass auf, ich nehme die hintere, oder? Wie das? Oh, die ist größer. Drinne sitze! Oh. Hier! Geil! Hammer! Idri! Zwei Stück! Ich glaube das nicht. Das ist ja der Hammer. Ja, Idri, mein Lieber. Weit draußen. Aber so wie es aussieht, sind sie nicht maßig. Ich werde wahnsinnig. Ja, bei der, die unten hing, ne? Ja. Pass auf. Wir messen gleich mal nach. Warte mal. Ich muss erst mal sehen, dass ich das hier ein bisschen sortiert kriege, bevor ich hier totales Chaos habe. Oh, die hat voll inhaliert hier. Das ist die kleinere. Das ist die auf dem Hopperbassen. Guck mal, die andere spuckt Fisch aus. Ja. Yeah. Abmarsch. Ah, das war die Wurst, eindeutig. So, und die messen wir auch. Ja, die ist maßig. Die hat auf jeden Fall Fisch ausgekotzt. Sand. Auf die Bränder. Oh, die hat Maß. 44? Ich werde weich. 44. Schade. Schade. Ja, hat sie noch mal Glück gehabt. 44 lassen wir schwimmen. Hätte sie 46 gehabt, hätte ich sie mitgenommen. Ja, das ist ein schöner fetter Fisch. Also ein Schwarm ist da. In diese Richtung war ich. Oh, halt doch still, Kindchen. Da ist sie. Ich hoffe, die Kamera ist sauber. Schöner Fisch, ne? Du kriegst auch einen Kuss. Auch einen Kuss. Ja, geil, Dublette. Petri. Was ein Chaos jetzt hier. Ja. Mal gucken, jetzt mal sehen, dass ich das ja. Wird kriege. Ja, schaut hier, das hat sie ausgekotzt, die etwas größere. Zwei Sandale. Gebissen hat sie auf eine Bränder und der zweite Fisch auf den Kopperbassen, auf die Springerfliege. Ja, dann wollen wir hoffen, dass Pascal auch noch einen ans Band kriegt. Ja, schön. Was eine Aufregung. Aber es muss ein Schwarm da sein. Da zwei schon einsteigen.
Da, schon wieder. Ja. Oh, wo ist er ab? Oder was? Ist er ab? Ja, ab. Schon wieder Kontakt gehabt. Oh Mann, du. Oh, wieder da die Ecke. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder, die Kamera guckt in den Schnurkorb. Da, schon wieder Biss. Jetzt sind sie da. Jetzt haben wir einen Schwarm gefunden. Sind das wieder zwei? Nee, ne? Das wäre ja wohl. Das wäre es ja wirklich. Da ist eine. Ja, ja, ist alles eine Größe. Oh, auf die Springerfliege. Ja, nur halt still, ich mach dich doch gleich lose. Das war das Küssen und die Wurst, hundertprozentig. Alles klar, guck. So muss es aussehen. Bisschen größer. Oh, Springerfliege ran. Hm. Hängt aber gut drum. So, goodbye. Schick endlich mal die Mutti vorbei. Ich brauche mal eine große. Ey, was für ein Festival hier heute. Kontakt? Jo. Ich hoffe mal, dass der Akku noch ein bisschen durchhält. Das ist eine Alulatte? Das nee. Ja. Oh, und das auch so einen großen Einzelhaken. Oh, das ist ein schön großer. Oh ja. Ah, ein wilder Tanz. Jawohl, Petri Heil. Ja, vielen Dank. Das ist mal eine schöne Grüße. Der ist gut, ja. Da, war schon wieder was. Da, hängt der. Ich hoffe, eine Meerforelle, eine maßige. Kommt auch nicht hoch, der Fisch. Also ich würde sagen, das ist eine Meerforelle. Und? Alter, weißt du, auf was für ein Köder? Auf den Sandaal. Auf den Sandaal. Nachgebunden von Doc. Ja, fünfte Forelle heute. Mein Kescher ist weg. Nee, die ist größer. Ja, würde ich sagen. Die ist maßig. Also nicht viel größer, aber... Die könnte Maß haben. Könnte Maß haben, ja. Dann hast du sie aber auch sowas von verdient. Petri. Petri, Dank. Geil. Das ist ja Wahnsinn heute. Fünfte Fisch schon. Fünfte Mefo. Ja. Da habe ich mir das auch wirklich verdient, ja. Wenn die Maß hat. Ich konnte da keine mehr wegziehen. Nee. So Leute, nur um das mal so zu zeigen, da hängt die Sandaalfliege. Hey, jetzt macht es aber noch Chaos hier.
Mein Koppelbassen hängt von draußen dran. Ey, das ist doch Wahnsinn heute, oder was? Das ist schon nicht schlecht. Nummer 5. Ja, messen tue ich sie, aber obwohl, viel Hoffnung habe ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie 45 hat, dann belohne ich mich. Dann geht sie mit. So viel Fische, wie ich dies Jahr schon hatte und untermaßig. Es wird sehr eng. Es wird sehr, sehr eng. Ja, ja, aber auch nicht viel. 43. Ach Mann. Ach Mann. Schöner Fisch. Kriegt auch einen Kuss von mir. Wachsen und wiederkommen. Petri, Dank. Alter. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das erlebst auch nur, wenn du rausgehst. Ganz einfach. Wahnsinn. Zum Teil noch nicht erlebt hier. Wirklich herrliches Meerforellenangeln. Da hängt er. Also wenn das jetzt Forelle Nummer 6 ist, ne? Wahnsinn, geht doch gar nicht. Ne, ist ein Horny. Das ist ein Horny. Aber auch auf den Sandaal. Voll weggenagelt, der Kleine. Weg ist er. Ja, er ist horny. Aber auch wieder ein schöner. Hat der Haare auf dem Kopf oder was? Mit Bart. Oh, so eine schöne Größe. Oh, da war Biss. Da beißt er. Ja. Das ist horny gewesen. Ja, beißt noch. Jetzt hängt er. Ah, ist das überhaupt ein Hornfisch? Das ist gar kein Hornfisch. Ich würde sagen, das ist eine Forelle. Ja, ich würde sagen, das ist eine Forelle. Aha. Das ist eine Forelle. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Auf die Bränder. Forelle Nummer 6. Das ist Forelle Nummer 6. Forelle Nummer 6. Vom heutigen Tag. Ich habe immer noch Hoffnung, dass sie diesmal das Maß hat. Also sie sieht größer aus, hat auf jeden Fall mehr Masse. Oh ja. Ja, ja. Verkauft sich schon mal sehr gut. Noch habe ich nicht viel gesehen. Oh ja. Oh, doch. Doch. Doch, die da hat. Hast du sie. Die hat. Oh ja. Oh, doch, ja. Doch, die hat 50. Oh ja. Ja, lass dir Zeit. Hä? Genieß deinen Drill, lass dir ja, Zeit. Ja. Die ist gut. Da hast du jetzt mal einen schönen Fisch. Und die hat mehrfach angefasst, ne? Wie bitte? Die hat mehrmals angefasst. Ja. Ich hatte sie vorher schon gemerkt. Oh ja. Oh ja. Jawohl. Yeah. Da ist sie. Jawohl. Da messe ich auch gar nicht. Da brauchst du nicht viel messen. Ah. Geiles Ding. Mein lieber Schwan, was ist das hier heute für ein Tag? Was ist das für ein Tag hier heute? Forelle Nummer 6. Ja, geil.
Petri, mein Bester. Schöner Fisch. Wahnsinn. Da liegt sie drin. Wo ist die Kamera überhaupt? Ah, läuft. Geil. Da liegt sie drin. Endlich ein maßiger Fisch. Das habe ich dafür gekämpft. Ja. Fisch Nummer 6. Fisch Nummer 6. Forelle Nummer 6 heute. Den einen Horfisch, den zählen wir mal mit. Das ist der Fisch Nummer 7. Ja. Ja, das Vorfach war ja schon in den Rutenringe drin. Ja. Ja. Ja, geil. Das ist doch cool. Jetzt wurdest du auch belohnt. Jetzt wurde ich belohnt, ja. Und dann auch eine selbstgebundene Fliege. Ja. Zählt er doppelt. Das zählt doppelt, ja. Geil, da liegt sie drin. Endlich ein maßiger Fisch. Was habe ich dafür gekämpft? Ja. Fisch Nummer 6. Fisch Nummer 6. Forelle Nummer 6 heute. Den einen Hornfisch, den zählen wir mal mit. Das ist dann Fisch Nummer 7. Ja, das Vorfach war ja schon in den Rutenringe drin. Ja. Da hat er sich wieder verabschiedet. Ja, geil. Jetzt wurde ich belohnt, ja. Und dann auf eine selbstgebundene Fliege. Ja. Zählt er doppelt, der Fisch. So Leute, es hat doch noch geklappt vor den Hornfischen. Blanke 50, ah, kann man das sehen, ja, blanke 50, 51 cm Forelle. Endlich, was habe ich dafür gekämpft? Geil, der Fisch geht auf jeden Fall mit nach Hause. Ah, der wird schmecken. Ja, herrlich. Aber auf dem Glitzerding wollen sie nicht, ne? Die Hornis? Denn eher den... Da, nächster Fisch. Wieder eine Forelle. Alter, was ist denn heute los? Oh, das ist ein Horni. Also wenn es eine Forelle ist, ist es wieder eine gute. Nimm die Schnur, oder? Ja, ja. Nee, das wird das Prinzip sein, ich lock die an. Ja. Und du fängst sie weg. So war das eigentlich abgemacht. Ich würde sagen, dieser Plan ist aufgegangen. Nee, ist ein Hornhecht. Ein Hornhecht, ja. Ja. Aber der ist gut. Oder quer. Er hat sich ein bisschen eingedreht, ne? Ja. Doch keine Forelle. Doch nur ein Hornfisch. Ah, oh, schade. Ich meine, das wäre auch wirklich zu viel des Guten gewesen. Den haben? Sieht nicht schlecht aus, ne? Ah ja, sieht ganz gut aus. Aber guck, der ist quer, deswegen ist er so. Der ist quer. So, Horni kann er auch. Oh, sogar auf Blattspinat gefangen. Da, Fisch. Ich habe die Schnurbus abgelegt, Alter. Was ist denn das hier heute? Ich bin da noch bei... Das ist eine Forelle. Alter, was ist denn hier heute los? Alter, ich bin noch beim Werfen. Ich habe die Schnur gerade von der Rolle gezogen. Bloß einmal abgelegt. Ey, was ist denn hier heute los? Das ist aber eine kleine. Ich spiele jetzt keine Rolle. Alter. Ich habe nur noch gesehen, dass du ausgeworfen hast und Fisch... Ey, der krasseste Angeltag meines Lebens. Nach dem Hornfisch, ich habe die Schnur bloß von der Rolle gezogen, um neu zu werfen. Einmal abgelegt und wollte noch ein bisschen nachziehen. Einmal abgelegt, genau, und wollte noch ein bisschen Schnur nachziehen und da hängt der Fisch schon dran. Oh, heute habe ich den Code geknackt. Na, sag mal.
Ja, ja. Mach doch mal. Bin ich jetzt? Ich will den Kescher. Eigentlich wollte ich den Kescher nicht nehmen für den Fisch. Forelle Nummer 7. Und ab dafür. Das hat die Bratwurst gemacht. Ja. Kann nur. So, Freunde, das war mal ein Angeltag. Oh, ich hier noch das Stolpern auf dem letzten Meter. Ja, ob wir den dieses Jahr noch mal toppen können, das steht in den Sternen. 7 Forellen, 2 Hornfische. Pascal hat leider nur 2 Hornfische gefangen. Was so ein bisschen komisch war, er hat ja kurz vor Mittag hat er auf die Spinnrute gewechselt. Es ging nicht ein Fisch forellentechnisch auf die Spinnrute. Alle Forellen haben auf Fliege gebissen. Und wir standen eigentlich Schulter an Schulter. Da vorne steht er und zählt seine Fische. Ja, also es war wirklich ein geiler Tag. Besser geht's nicht. Haben wir ehrlich gesagt auch so nicht mit gerechnet, dass das so geht. Dass das so läuft. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hätte Pascal seine Forelle gegönnt. Auf jeden Fall. Für die weite Anreise aus Hagenow. Ja, muss auf jeden Fall ein vernünftiger Fisch mit. Gut, nur hat er ein paar Hornfische. Auch keine kleinen, sind schöne Hornfische. Da wird er Buletten draus machen. Das passt schon. Da hängen sie. Genau, einer von mir und zwei von ihm. Ja, egal. War ein klasse Tag. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das machen wir jetzt. Ich sag mal goodbye und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Und immer eine stramme Leine. Auf jeden Fall. Haut rein. Ich muss nochmal zurück. Hier liegt mein Kescher noch rum. So, hat sich gelöst hier oben.